Und oh, ich darf generell auch nicht sterben. Das ist ja gar nicht das Ende der Challenge gewesen. Ich hoffe, es kommt hier nichts mehr. Und oh, nee, es kommt noch was. Ach nö. 3, 2, 1, 0. Nee, das ist kein Live-Part. Oder doch? Nein. Aber vielleicht lade ich es hoch. So, endlich ist es soweit. Nachdem du alle meine selbst erstellten Level erfolgreich abgeschlossen hast, sowohl die beiden Trainingscastles als auch die Wall-Jump und die Star-Jump-Challenges, bist du jetzt für mein finales Castle qualifiziert. Jetzt kannst du allen Leuten zeigen, was wirklich in dir steckt, aber Vorsicht, nimm mein finales Castle nicht auf die leichte Schulter. Deine Aufgabe ist es, in den 5 Challenge-Räumen die rote Münze einzusammeln, um den finalen Challenge-Raum mit Yoshi betreten zu können, wo dann auch der Bosskampf stattfindet. Ja, oh Gott, und alle im Chat glauben an dich. Viel Erfolg und viel Spaß. Wünsche dir dein Eiergott Kilian. Und pass bitte auf, dass du beim letzten Challenge-Raum nicht stirbst, sonst musst du von vorne beginnen. Das heißt, alle Challenge-Räume nochmal von vorne. Tut mir leid, aber so sind die Regeln bei diesem finalen Castle. Also genau, ich darf den Yoshi nicht verlieren im letzten Challenge-Raum. Und ich darf im letzten Challenge-Raum auch nicht sterben. Okay, gut, dann machen wir einfach mal. Und uns schauen, ob wir das hinkriegen. Aber ich denke schon. Und wow, wie schnell muss man denn dadurch? Okay. So, aber okay, hier sieht man schon mal so ein bisschen, was da ist, ne? Ja, am Anfang haben wir einen Sternrun, hier einen Münzrun. Launskutsche, Duncan und Piranha-Pflanzen. Und dann das Finale. Okay, mit Yoshi. Und den darf ich nicht verlieren. Alles klar. Und was ist hier? Hier ist dann die Schlüsseltür, oder? Hier wird die Schlüsseltür sein. Oder nicht? Ah, nee, ach so. Hier kommt man wieder zurück. Für den Checkpoint-Raum. Okay. Das klingt schwer. Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach. So, ich warte jetzt mal ab, bis der Stern... Nee. Will, dass der Stern möglichst weit nach links geht, aber okay. Gut, wahrscheinlich wird es auch so gehen. Ja. Aber man muss wirklich schnell sein hier. Alles klar. Kina hat 5 Stunden gebraucht, um das abzuschließen. Ah, kommt da dann ein Stern raus? Oder nicht? Okay, das ist wirklich nicht einfach. Und dann würde ich sagen, gucke ich mir den letzten Challenge-Raum mal an. Oder auf jeden Fall einen der einfachen, die ich dann am Ende eben schaffen kann. Oder die ich sicher schaffe. So, Nummer 2, das sieht doch leicht aus. Mal gucken, was da drin ist. Ah, da ist sowas drin. Okay, okay. Okay. Dann ist es doch nicht so einfach, wie ich dachte. Oh Gott. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ja. Ja. Okay. Ach, dieser Cooper. Wenn er der Tod so kommt. Oh, das finde ich ein bisschen schade, dass man am Ende nicht sterben darf. Lino Neta, danke dir für ein Abo und herzlich willkommen in der Blue Crew, willkommen im Stream. Und wenn ich dann verliere, habe ich ehrlich gesagt nicht die Lust, nochmal alles von vorne zu machen. Oh, okay. Aber schauen wir mal. Schauen wir uns mal die einzelnen Räume so ein bisschen an. Siehe, dann passt das schon. Bin neu, Abo ist da und Like ist da. Danke dir und willkommen in der Blue Crew. Und willkommen im Stream. Oh, und ich habe heute noch nichts gegessen, Leute. So, außer ein paar Schokoriegel. Oh, das zählt nicht wirklich. Und jetzt? Warte, auf den Kreisszenen kann ich nicht spinjumpen, ne? Das geht hier nicht. Bin ich ja jetzt schon tot wieder. Gucken wir mal das am Ende mit Yoshi an. Und gucke, ob das dann wenigstens so gemacht ist, dass man nichts wirklich stirbt. Pilz? Oh, ich kann mir das nicht angucken. Okay, aber ich habe mir den Pilz gecrappt. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Oder? Ja genau, jetzt kann ich. Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich einen extra Pilz. Okay. Nee. Oh Gott, und bloß nicht auf Neustadt gehen. Okay, da ist der Stern schon draußen jetzt. Okay. Das war vielleicht ganz gut so. Das war vielleicht ganz... Hä, das brauche ich nicht probieren. Das brauchen wir nicht probieren. Der Stern kommt raus. Oh, okay. So, hier gibt es einen Pilz. Und warte, nee. Das will möglichst viel Zeit haben. Okay, vielleicht war auch nur der erste Abschnitt so schwer. Und nee.
Wenn ich einmal hängen bleibe, dann... Dann brauche ich einen neuen Stern. Das war schon immer so ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Vor allem, wenn man groß ist. Ah! Okay, Stern. Okay, gut. Das war gut. Das war gut. Und jetzt? Und jetzt? Wo denn jetzt? Ich glaube, ich muss nach oben. Muss nach oben. Da ist die Red Coin. Okay. Oh, ich bin noch groß. Ich bin noch groß. Jawohl. Ich bin noch groß, Leute. Sehr gut. Dann aktivieren wir doch mal den Checkpoint. Nice. So, 1 von 5 Challenges geschafft. Sehr gut. Und hier, okay, in der Röhre ist nichts. Hier auch nicht. Okay, gut. Dann probieren wir das hier. Okay. Okay. Oh, Mann. Gut, und jetzt gleich den Spin-Jump. Nein, nicht hier. Weltweit, willkommen. Willkommen im Stream. Danke für dein Abo. Oh mein Gott. Kilian hat 5 Stunden gebraucht, um das hochzuladen. So. Okay. Dann macht den Wandsprung nicht. So. Und jetzt bitte mach deine Wandsprünge richtig. Ja, mehr oder weniger. Und da habe ich halt nur einen Versuch. Und da muss ich direkt dahin gehen. Das muss auch vom Start abschließbar sein. In 500 Sekunden. Das stimmt. Ja, ich glaube eh nicht, dass ich die 5. Challenge direkt schaffe. Da werde ich sowieso auch einmal sterben. Bestimmt. Ich gucke mir mal die anderen Challenges an, damit ich so eine Ahnung krieg. Okay, Clowns-Kalkulkutsche. Dim, 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 dim. Ja, das sieht ein bisschen einfacher aus. Und die Feuerblume, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und... Aber warte mal. Aha. Kommen wir gerade auf Ideen. So, mal gucken, ob das funktionieren würde. Mal gucken, ob... Ja, das würde funktionieren. So. Und eine ist richtig, ne? Würde ich mal schätzen. Ich hoffe, ich kann mir die Röhren nicht kaputt schießen. Das wäre ein bisschen blöd. Daniel bekommen, aber ich denke nicht. Oder doch? Hä? Warte, wo muss ich lang? Oh, nee, ich muss oben lang. Ich muss oben lang. Okay, okay. Ja, das muss alles weg. Aber ich glaube, diese Challenge sieht gut machbar aus. Oben lang, das ist das Secret von Mario Strange's Castle, dem ersten Teil. Ja? Oh mein Gott. Autsch! Oh nee, ich glaube, ich bin tot. Oder? Nee, ich lebe noch. Okay. Oh, das war jetzt dumm. Das war jetzt blöd, aber jetzt weiß ich beim nächsten Mal, wo ich mich entlang bomben muss. Okay. So. Oh mein Gott. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Und das ist ein Pilz. Den nehme ich doch gerne. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wie geht's dir? Gerade vor 2 Minuten beantwortet. Oh Gott, okay, okay, okay. Und hier muss ich raus, hier muss ich raus. Und lässt er sich natürlich treffen. Und was macht der kleine Bowser Jr. da? Habe ich die Münze? Ich habe die Münze, ich habe die Münze, Leute. Ich habe die Münze. Nice, 2 von 5 Challenges geschafft. Und dann gucken wir mal, was die 4. ist. Nice, nice, nice. Okay. Das sieht auch machbar aus, würde ich sagen. So auf den ersten Blick. So. Du rockst das. Ja. Okay, gut. Gut, 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 gut. Okay. Blue schaffst das. Ich hoffe auch. Aber das sieht machbar aus. Okay. Nein! Oh. Okay, okay, okay. Oh, das geht. Das geht. Verdammt. Verdammt, verdammt. So. Kannst auch 3DS-Level spielen. Da man Level vom 3DS nicht online stellen kann, kann ich die leider nicht spielen, ne. Das geht nicht. Aber das sollten Leute, die den 3DS besitzen, die sollten das eigentlich wissen, dass das nicht geht. Ja, das ist halt immer der gleiche Sprung, aber man kann sich auf den Sprung einstellen. Mitternacht. Oh Gott! Ja, man kann sich einstellen auf den Sprung. Oh Gott! Okay. Fans und Zuschauer klauen wir nicht und drücken dir die Daumen. Danke, das ist lieb! So, perfekt!
Und einmal jetzt diesen Sprung noch. Dann habe ich die Münze. So, sehr gut. Oder muss ich jetzt oben lang? Hä? Okay. Was ist hier los? Hä? Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade nicht so, aber okay. Oder ist das mal so eine Challenge, wo man nicht mehr zurückgehen kann in den Hauptraum? Ich muss oben lang. Okay. Dann machen wir das doch. War klein? Klein? Klein wäre cooler hier. So. Okay, gut. Passt. Perfekt. Hä? Okay, warum ist da eine Schlüsseltür? Ach so, Bowser Jr. Dich gibt es ja auch noch. Ja, das ist aber ein Standard Bowser Jr. Der sollte kein Problem darstellen, eigentlich. Auch wenn er in so einem kleinen Käfig ist. Also so Standard ist er auch nicht. Ah, oh. Okay, okay, egal. So, prüfen wir die anderen Röhren nochmal, aber da ist nix. Okay. So. Marcel Drommeter, willkommen. Willkommen an alle im Stream. Okay, Nummer 3 geschafft. Und jetzt fehlen noch zwei. Jetzt fehlen noch zwei Stück. Nummer 5 Piranha-Pflanzen. Piranha-Pflanzen, seid bitte lieb. Und okay. Das sieht eigentlich auch machbar aus, so vom Ersteindruck her. So. Oh Gott. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Ah, okay, okay. So. Ach komm, Mario. Kannst du jetzt draufspringen auf diese Pflanze? Ja, yeah, okay, das habe ich erwartet. Okay, let's go. Let's go. Mann. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. So. Oh mein Gott. Hat die ganze Woche frei, weil unsere Lehrer Fortbildung haben. Die ganze Woche? Okay. Hä? Alles klar. Und muss ich in die Röhre? Wahrscheinlich schon. Ja, okay, okay. Gut. Okay, jetzt fehlt nur noch diese eine Challenge. Diese eine sehr schwierige Challenge. Okay. Okay. Warum machst du jetzt einen Spin-Jump da? Okay, egal. So, keine Spin-Jumps hier, aber hier ein Spin-Jump jetzt von unten. Oh, das ist ein schwieriger Sprung. Dieser eine Sprung und dann der Folgesprung und die anderen Sprünge sind alle schwierig. Oh, das ist doch gemein. Das ist gemein, aber ich bin wieder ein Stück weiter gekommen. Oh, das ist doch gemein. Wie hoch muss man denn da rein? Oh mein Gott. Ja. Oh ne, ich bin nicht direkt gesprungen. Aber vielleicht muss man auch gar nicht direkt springen. Aber ich glaube schon. Oh ne, muss man gar nicht. Oh! Oh! Oh, Leute! Leute! Ich bin zum nächsten Abschnitt. Okay. Okay. So, jetzt bloß nicht bei diesem Rangengeklettere sterben. Aber das... Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann sollte das nicht passieren. Und oh, ich darf generell auch nicht sterben. Das ist ja gar nicht das Ende der Challenge gewesen. Oh je. So, ich hoffe, das wird nicht noch enger. Ich hoffe, das wird nicht noch enger. Ich bin jetzt ganz, ganz vorsichtig hier. Nicht sterben. Nicht sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Sieht aber gut aus. Ich hoffe, es kommt hier nichts mehr. Na, okay. Okay. Oh ne, es kommt noch was. Ach nö. Oh nö. Hätte ich das mal vorher gewusst? Ich habe nur einen Versuch hier. Okay, Leute. Und, oh, bitte, bitte, bitte. Lass es das Ende gewesen sein. Es geht immer noch weiter. Was ist das denn?
Bring den Schlüssel zum Hauptthron. Ja, toll, das würde ich ja jetzt gerne. Oh nee, das ist schwierig hier. Oh nee. Aber ich kann doch auf diesen Pfeilen stehen, oder? Kann doch auf den Pfeilen, glaube ich, stehen. Zumindest einmal. Oder manchmal kann man drauf stehen, manchmal nicht. Ja, hier kann ich drauf stehen, ich verstehe das nicht, warum. Aber ich habe da nicht genug Speed, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist das Letzte. Ja, ich weiß, dass das Letzte ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange geht hier. Aber ich muss das so machen, ne? Okay, an der obersten Spitze muss ich abspringen. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wow, okay, 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 okay. Vorsichtig. Okay, Leute. Geschafft. So, Checkpoint aktivieren bringt nichts. Geschafft, Leute. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt kein Risiko ein, Leute. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Und werde einen Trick nutzen. Weil ich glaube, es gibt, glaube ich, beim Yoshi auch ein Power-Up, ne? Aber ich schnapp mir das jetzt mit. Und, oh, beeilen muss ich mich auch noch. Beeilen muss ich mich auch noch. Oh Gott, ich muss mich auch beeilen. Scheiße. Let's go. Finale mit Yoshi. Mal schauen. Mal schauen. Yoshi, komm her. Und, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Der Yoshi, der spawnt ja auch nochmal neu. Spawnt der auch nochmal neu da? Nein, tut er nicht. Okay, schade. Da hätte ich mir nämlich noch einen Ersatz-Yoshi mitnehmen können. Den Bowser-Kampf musst du mit Yoshi machen. Okay. Und, oh mein Gott. 232 Sekunden habe ich nur noch. So, Ding-Dong, Ding-Dong. Sehr gut. Schnapp mir nochmal Feuer. Sehr gut. Sehr gut. Und, oh Gott, Bowser. Bowser, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Bowser. Okay, Beeilung. Und kann ich die Flammen... Ich kann die Flammen doch schlucken. Eigentlich... Eigentlich, aber da sind zu viele Münzen davor. Okay, so, Beeilung. Beeilung. Okay. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das wird hier noch ein großes Drama geben. Okay. Und hier, Powerblock P-Switch. Okay, P-Switch. Und... ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss den P-Switch aktivieren, oder? Sonst komme ich da nicht so easy hoch. Oder? Meine Güte, spring doch, Yoshi! So. Hoch mit dir. Sehr gut. Sehr gut. Boss. Boss. Okay. Boss. Und... Okay. Oh, theoretisch hätte ich mir den Powerblock mitnehmen können, ne? Dann wäre ich direkt durch gewesen. Und hier gibt's Pilze. Hier gibt's Pilze. Okay. Okay. So, aber ich besieg. Ich besieg, wie Kilian es sagt, den mit Yoshi. Oh! Und mit ein paar Feuerblumen. Okay. So. Jawohl. Aber theoretisch könnte ich ihn auch mit dem P-Switch besiegen, ne? Ich glaube nämlich, wenn der springt und ich den P-Switch aktiviere, verwandeln sich die Blöcke ja in Steine und dann sollte der Bowser eigentlich auch instant sterben. Eigentlich. Ah, wir machen es jetzt mal so, wie es vorgesehen ist. Und er müsste auch gleich sterben. Oh Gott. Mit nach Feuerblumen. 109 Sekunden noch. Scheiße, mein Feuerblumen ist weg. Yoshi! So, komm her. Komm her! Oh Gott, 100 Sekunden, das wird ein Drama, oder? Das wird ein Drama, Jürgen. Das wird ein Drama, ihr müsst doch jetzt eigentlich tot sein gleich. Ihr müsst doch jetzt eigentlich gleich tot sein. Please, stirb. Stirb. Nein! Stirb! Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Okay, okay, komm, komm, komm. Das Finale! Das Finale! Das Finale! Ziel oder nicht Ziel? Ziel! Ja! Oh mein Gott, das war ein Level, Leute. Das war ein... richtig anspruchsvolles Level. Und ich bin
Ich habe so viel Glück gehabt, dass ich in dem zweiten Raum, den ich zuletzt gemacht habe, dass ich da nicht gestorben bin. Da hatte ich sehr, 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 sehr viel Glück. Oh mein Gott. Das war nice. Die Blume ist ein Level. Ah, okay. Na, ich freue mich schon drauf. Und Kiat, 2 Medaillen. Hat auf jeden Fall eigentlich noch eine dritte auf jeden Fall verdient. Siehe. Na, wer auch mal Bock hat, das Level von Kilian zu spielen, hier ist der Code. Könnt ihr gerne spielen und Sterne geben. Ja, falls ich das als Video online stelle, bedanke ich mich fürs Zugucken. Danke für Daumen hoch. Und falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Würde mich freuen. Gibt sehr viel Mario Maker Content und so weiter und so fort. Und ja, bis dann, euer Blüxtu und ciao!